Hallo, ich bin's wieder, die Gartenmoni. Heute geht's um das Thema Rhabarber. Es ist jetzt Anfang Juli und wie ihr ja wisst, ab 24. Juli soll man keinen Rhabarber mehr ernten. Das ist das gleiche wie beim Spargel. Warum? Das steht übrigens in meinem Bericht. Da oben ist der Link. Könnt ihr nachlesen auch noch. Da bildet sich ungefähr, also man muss dazu sagen, jeder sagt immer, warum am 24. oder ab 24. Das ist halt einfach so ein Stichtag. Ob jetzt das zwei, drei Tage später ist oder früher, das spielt keine Rolle. Es kommt ja auf den Rhabarber drauf an, wie er schon langsam welk wird oder vielleicht ist er noch sehr frisch, dann kann man auch noch ein paar Tage länger ernten. Also es ist ein Stichtag einfach. Ne? Sagen wir mal jetzt 24. Juni, da bildet sich nämlich dann die Oxalsäure vermehrt im Rhabarber und ist ja nicht gut für den Menschen. Außerdem fängt er dann an, sich langsam zurückzubilden. Also das heißt, er bereitet sich schon wieder fürs kommende Jahr vor. Und damit er schön kräftig wird, sollte man ihn dann einfach in Ruhe lassen. Also wie gesagt, Stichtag 24. Juni. Ihr seht jetzt hier meinen Rhabarber. Da habe ich jetzt schon zwei Wochen nichts mehr weg, also sogar vor dem Stichtag. Und man sieht, dass schon Blätter eintrocknen. Wie hier sind schon trocken. Die nehme ich jetzt alle weg, weil die liegen eh bloß auf der Erde. Was noch fest dran ist, lasse ich gehen. Das soll von ganz allein runtergehen von der Pflanze. Und damit der Rhabarber sich wirklich schön entwickeln kann fürs nächste Jahr, braucht er ja auch Nahrung. Und die bekommt er jetzt von mir durch meinen Kompost. Ich habe einen fertigen Kompost da und da gebe ich jetzt einfach was drauf. Ich hack vorher vorsichtig die Erde ein bisschen auf, so gut es geht. Hier einfach, wo man hinkommt, ein bisschen lockern. So. Viel geht nicht, weil die Wurzeln sind doch ziemlich auseinander schon. Irgendwann muss ich den nochmal teilen, aber das werde ich dieses Jahr nicht mehr machen, das mache ich nächstes Jahr. Ja, das geht nicht mehr. Also gebe ich jetzt da mal einen Kompost drauf. Wo habe ich denn den da? Und zwar schmeiße ich da einfach was drauf, aber natürlich nicht aufs Herz vom Rhabarber. Da ist das Herz vom Rhabarber, das Herz ist immer da, wo die neuen Blätter rauskommen. Das nennt man das Herz der Pflanze. Und da sollte man natürlich nichts drauf tun. Aber eben außenrum, so, gebe ich jetzt überall ein bisschen was. Ah, da ist aufs Herz gekommen, wird befreit. So, überall da, wo was frei ist. Denn Kompost ist ja mit die beste Dünger und Nahrung für die Pflanzen. So, ja, das mache ich jetzt über die ganze Pflanze, auch noch bei meinem anderen Rhabarber. Und dann kann der sich schön entwickeln bis nächstes Jahr. Und ich hoffe und ich glaube auch fest dran, dass ich nächstes Jahr wieder einen wunderschönen Rhabarber bekomme. Das war mein Tipp für heute. Wenn er euch gefallen hat und das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Tschüss, eure Gartenmoni.